Die Notenbanken fluten die Märkte mit Geld. Die Geldmengen steigen immer weiter. Die Frage ist nur, wie kommen wir da wieder raus? Kommen wir da überhaupt irgendwann mal wieder raus? Und was heißt es dann für Aktien, für Anleihen und für Edelmetalle? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Kleiner Rückblick noch aufs letzte Mal. Ich habe Ihnen letztes Mal vorgestellt, das Geld der Zukunft, unseren Zukunftsmärkte-Dollar. Danke, dass Sie den so gut aufgenommen haben in den Kommentaren, die Sie dazu abgegeben haben. Er hat, das haben Sie gesehen, er hat auf jeden Fall Potenzial jetzt und Sie wissen jetzt auch Bescheid. Wir müssen ihn nur noch ein bisschen bekannter machen jetzt. Da kommt es natürlich auch auf Sie an. Und wir machen ja nichts Schlechtes damit. Also jeder, der den dann kauft, der tauscht ja im Grunde nur Papiergeld gegen Papiergeld. Eine andere Sache, die mich ein bisschen befremdet hat, ich habe Ihnen ja neulich vorgestellt, den Krypto-Report von meinem Kollegen Alexander Mittermeier, sein Kanal für Kryptowährungen. Da hieß es dann in den Kommentaren, ja, es gebe einen anderen Kanal, der sei besser. Obwohl dieser andere YouTuber, wie ich dann auch erfahren habe in den Kommentaren, obwohl der unter anderem ständig berichtet über so Dinge wie Goldabbau im Weltall und solche Sachen. Klingt jetzt nicht unbedingt so sachlich. Und abgesehen davon, es ist ja genau umgekehrt. Als die letzte NASA-Sonde auf ihrer Geheimmission zum Mars, da gibt es jetzt Infrarotbilder, die zeigen, es gibt im Marsgestein riesige Mengen von Ethereum und Bitcoin. Was glauben Sie, warum Elon Musk unbedingt zum Mars will? Bitcoin Mining. Nehmen Sie das bitte ernst. Aber wie auch immer, also ich will natürlich auch nicht voreilig sein jetzt. Ich kenne den anderen YouTuber nicht aus eigener Anschauung. Vielleicht ist das auch ein sehr, sehr guter Kanal, mag sein. Aber das unbeachtet, ich bekräftige nochmal meine Empfehlung für den Alexander Mittermeier und seinen sehr sachlichen, sehr kompetenten Krypto-Report. Bitcoin und Gold. Das ist die Bitcoin-Gold-Ratio. Die Preisentwicklung von Bitcoin relativ zu Gold. Beide sind gestiegen, der Bitcoin ist aber deutlich stärker gestiegen. Er ist jetzt ungefähr 20 Mal so teuer wie eine Unze Gold. Das heißt, er ist zum Gold auf Rekordniveau. Ich finde es nicht abwegig, die beiden gegenüberzustellen, weil aus beiden spricht ja auch das Unbehagen über die Politik der Notenbanken. Zumindest war das bei den Kryptowährungen auch mal der Grundgedanke. Zu Gold komme ich nachher noch. Sie hören aber auch demnächst zusätzlich noch was zu Gold und zu Goldaktien in unseren Zukunftsmärkte-Reports. Das sind unsere Analysen, die auch jeder jederzeit gratis kriegen kann auf www.zukunfts-märkte.de. Diese Woche, wie versprochen, gibt es aber erstmal den Report zum Kohlesektor in China und zu den chinesischen Kohleaktien. Das ist jetzt ein Sektor, der hat mit Geldpolitik und mit Notenbanken so gut wie nichts zu tun. Aber vielleicht ist es ja auch gerade das Gute dran an der Sache. Dieser Report geht morgen raus. Nutzen Sie also die Möglichkeit, tragen Sie sich jetzt noch schnell dafür ein. Er ist gratis und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Wo stehen wir an den Märkten? Sie wissen alle, trotz einer unglaublichen Krise, die wir gerade haben, steigen die Börsen. Wegen riesiger Stimulusprogramme, vor allem aber auch wegen der Geldpolitik der westlichen Notenbanken. Die pumpen Geld in den Markt in einem beängstigenden Ausmaß, direkt durch Anleihekäufe zum Beispiel und indirekt, indem sie eben die Zinsen drücken. Und wenn es für die Anleger keinen sicheren Zins mehr gibt, dann ist klar, dann werden alle anderen Geldanlagen dadurch natürlich attraktiver. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass dadurch auch die Hoffnung entsteht durch diese niedrigen Zinsen, dass die Wirtschaft irgendwann mal eben wieder stark anschieben. Und das in so einer Lage.
eigentlich alles steigt, also Aktien, Rohstoffe, Immobilien, Bitcoin und so weiter. Das kommt einem inzwischen völlig normal vor. Und viele glauben auch, dass das immer so weitergeht. Und in der realen Welt, da kann es ja gar nicht schlimm genug laufen, so mehr oder weniger. Also je höher die Zahl der Infizierten, je schlimmer die Lockdowns, die wir haben, umso besser irgendwie, so kommt es einem vor, weil es dann ja immer noch mehr Hilfen und immer noch mehr Notenbankgeld gibt. Dass die Märkte so reagieren, ist aber nicht selbstverständlich, vor allem, dass sie so eindeutig reagieren. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir vermeintlich eine Blaupause haben für das Ganze. Wir haben das Gefühl, es passiert uns alles nicht zum ersten Mal. Es gab ja die Finanzkrise 2008 und bei uns die Eurokrise noch. Da haben wir ja auch schon eine extreme Notenbankenreaktion gehabt. Also eigentlich grüßt nur wieder mal das Murmeltier sozusagen. Wir kennen das alles und wir wissen auch, wie es danach gelaufen ist. Und darum glauben wir, es läuft diesmal genauso ab. Nur diesmal eben alles noch viel, viel größer. Also noch viel mehr Notenbankengeld, das in die Märkte fließt. Dadurch noch viel höhere Kurse, hat ja damals auch schon funktioniert. Und tatsächlich, es hat auch in gewisser Weise funktioniert. Wenn wir jetzt mal die US-Wirtschaft nehmen, dann war das nach der Finanzkrise eigentlich ein Traumszenario. Es ist viel Geld in den Markt gepumpt worden, das hat die Wirtschaft angeschoben, wir haben ein hohes Wachstum gehabt, die Arbeitslosenzahlen in den USA waren auch wieder traumhaft und das Ganze sogar mit einer relativ vertretbaren Inflation. Wer hätte das gedacht? Das war ja vorher immer die große Sorge, dass dabei auch die Inflation eben durch die Decke geht. Ist so aber nicht passiert. Wohlgemerkt Verbraucherpreisinflation, offizielle Verbraucherpreisinflation, nicht die Vermögenspreise. Die sind natürlich nach oben geschossen. Und das gab dann so kleine Nebeneffekte dadurch, dass sich jetzt zum Beispiel auch im Mittelstand kein Mensch mehr Wohneigentum leisten kann, also auch die nicht, die das vorher vielleicht gekonnt hätten. Die Verbraucherpreise aber, die sind im Rahmen geblieben. Die Fed hat auch erst 2016 wieder einen Leitzins angehoben, hat vorher immer gesagt, ist noch nicht notwendig und damit hat sie sogar eigentlich recht behalten. Läuft es diesmal wieder so? Also inflationsfreies Wachstum, jahrelanger Boom, jahrelange Börsenrallye. Es ist möglich. Es ist aber nur ein Szenario. Es gibt kein Naturgesetz, dass es wieder genauso läuft. Der Schaden in der realen Wirtschaft, der ist diesmal deutlich höher. Und die Verschuldung der Staaten und der Unternehmen, die ist auch deutlich höher. Und die Geldmenge im System ist ebenfalls deutlich höher. Und das Ganze trifft auch noch auf Marktbewertungen, die auch deutlich höher sind. Der S&P 500 Index in den USA, der war ein Jahr nach der Finanzkrise bei 1000 Punkten. Heute ist er bei 3700 Punkten, also fast viermal so hoch. Und vor allem aber diese Geschichte mit der Geldmengenexpansion nach der Finanzkrise, mit der wir die jetzige Lage immer vergleichen. Wir wissen ja gar nicht, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Sie hat im Grunde kein Ende, weil dann schon wieder ja die Coronavirenkrise gekommen ist, sozusagen als Reset von dem Ganzen. Und wie war es eigentlich kurz vorher, vor der Corona-Krise? Ist klar, da sind wir mit Freunden essen gegangen und ins Kino gegangen und lauter so abgefahrene Sachen. Aber am Markt, wie war es da? Das ist der S&P 500 Index, die letzten 5 Jahre. Was man hier sieht, ist natürlich der große Kurseinbruch Anfang 2020, der Corona-Crash. Es hat aber schon vorher eine Korrektur gegeben im vierten Quartal 2018. Schaut im Vergleich dazu harmlos aus. Es war aber eine scharfe Korrektur, die auch den Aufwärtstrend erstmal beendet hat damals und die die Marktteilnehmer damals auch sehr erschreckt hat. Weil es ja mehr oder weniger mitten in einem Boom war und die Wirtschaft ist auch gut gelaufen und dann kam ja Donald Trump auch 2017 mit seinem riesigen Steuersenkungsprogramm. Das hat nochmal einen extra Schub gegeben eigentlich erstmal, aber trotzdem Ende 2018 ist plötzlich der Wurm drin und der Markt klappt zusammen. Warum? Das sind die US-Leitzinsen.
Und man muss der Fed ja eins lassen. Sie hat wenigstens versucht, dass sie die Geldpolitik wieder normalisiert. Sie hat sich damit lang Zeit gelassen, aber nach der Finanzkrise ab 2016, da hebt sie den Leitzins endlich wieder an. Anders als die EZB, da war er ja kurz vor der Corona-Krise immer noch bei Null, oder bei der japanischen Notenbank zum Beispiel, da ist er ja schon seit Jahrzehnten mehr oder weniger bei Null. Die Fed wagt also 2016 den Schritt in die Normalität. Die Inflation steigt da nämlich auch wieder, man muss jetzt also wieder straffen 2016. Das geht eine Weile gut, aber die Marktzinsen steigen dann natürlich auch. Das sind die Renditen auf US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit seit 2016. Auch was das in den USA anders ist bei uns. Also die Fed hat nie den Zins auf 10-jährige Bonds auf unter 0% gedrückt. Der war immer im Vergleich zu uns relativ hoch. Und nach der Finanzkrise haben die Zinsen erstmal überschwänglich reagiert. Da ist er schon mal deutlich nach oben gesprungen. Dann geht er eigentlich von 2010 bis 2016, der blaue Pfeil, sogar zurück, trotz Wirtschaftserholung. Ab 2016, da ist dann ein Anstieg wieder unvermeidlich und er steigt dann auch, erreicht in der Spitze 3,2% im November 2018 und da merkt man dann aber wirklich, wie es knirscht. Das Wachstum bricht plötzlich ein, der Aktienmarkt rutscht ab, Sie erinnern sich, und die Fed kapituliert. Sie senkt den Leitzins und die Marktzinsen brechen wieder ein. Das ganze Jahr 2019 über, also schon vor der Corona-Krise. Und erst als man dann am Aktienmarkt merkt, Anfang 2019, oh Gott sei Dank, die Zinsen fallen wieder, da zieht er dann nochmal so richtig an, obwohl das Wachstum stark nachlässt. Und auch das kommt uns nur allzu bekannt vor. Auch hier grüßt wieder das Murmeltier. Wir können sagen, die Coronavirenkrise ist zwar ein extremes Ereignis, aber sie hat an den Märkten in vielerlei Hinsicht Entwicklungen nur nochmal verschärft, die vorher auch schon da waren. Und darum meine Hypothese. Bis jetzt, die meisten westlichen Länder und Japan, sie schaffen es nicht mehr, ihre Geldpolitik wieder zu normalisieren. Sie hängen an niedrigen Zinsen wie der Junkie an der Nadel. Sie sind so verschuldet, sie sind strukturell so angeschlagen und so viele Branchen und Sektoren und auch Portfolios sind derart ausgerichtet auf Niedrigzinsen, dass in dem Moment, wo sich abzeichnet, dass wir steigende Realzinsen kriegen in nennenswerter Weise, dass sich das sofort belastend auswirkt auf die Wirtschaft, dass es sofort das Wachstum wieder abwirkt, wenn nicht noch Schlimmeres, und das so lange auch, bis die Zinsen wieder da sind, wo man sie haben will, wo man wieder glaubt, mit ihnen leben zu können, und das idealerweise noch niedriger als vorher schon. Und idealerweise auch zusätzlich noch flankiert wieder mit hohen Staatsausgaben. Und wenn man das alles so nicht bekommt, dann kracht's jedes Mal. Wie gesagt, ist bis jetzt nur eine Hypothese, wird durch das, was 2019 passiert ist, jetzt auch nicht wirklich bewiesen, aber es ist ein Anhaltspunkt dafür, würde ich sagen. Hier die Zinsen auf 10-jährige Staatsanleihen in der westlichen Welt seit 1990. Japan, USA, Deutschland, Großbritannien. In den Emerging Markets ist es komplett anders, aber hier ist es so, seit 30 Jahren geht es mit den Zinsen in den westlichen reichen Ländern steil abwärts. Und jeder Ausbruchversuch nach oben ist früher oder später wieder in sich zusammengebrochen. Wir kommen da einfach nicht mehr raus. Und für Aktien, Immobilien und so weiter, da war das gut, da sind die Preise nach oben geschnellt. Es war auch für die Wirtschaft nicht unbedingt so schlecht, weil man ein relativ inflationsfreies Wachstum produzieren konnte, wie gesagt. Aber man konnte das eben immer nur dadurch, indem man die Verschuldung immer weiter gesteigert hat und das Geld immer noch mehr verbilligt hat. Auf der anderen Seite, diese strukturelle Deflation, die heißt nicht, dass die Inflation vielleicht nicht trotzdem überschießt jetzt, wenn man zu stark an der Geldschraube dreht. Und wenn das passiert, dann will ich nicht in der Haut stecken von so einem Notenbanker, wenn ich dann merke nämlich, oh, die Preise steigen und das Wachstum ist aber bei weitem noch nicht da, wo es sein sollte. Was mache ich denn jetzt? Dann kann man sich schon fast denken, was dann passiert.
dann werden die Notenbanken wahrscheinlich sehr stark dazu tendieren, dass sie diese Geldwertstabilität mehr oder weniger aufgeben, damit sie noch in irgendeiner Weise eine Art von Wachstum hinbekommen. In den USA ist die Inflation jetzt schon wieder bei 1,4%. Ist noch nicht die Welt, ist völlig klar. Ich finde es aber auch nicht so wenig, wenn man bedenkt, wir sind in einer furchtbar schlechten Wirtschaftslage und wir haben ja auch hohe Zahlen von Arbeitslosen. Und damit sind die Realzinsen jetzt aber natürlich stark negativ und trotzdem hat die Fed gesagt, wir lassen den Leitzins bei 0 bis 2023. Und damit rechnen ja auch die Aktienmärkte. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Die Notenbanken steuern jetzt möglicherweise auf eine Zwangslage zu, in der sie ihr Inflationsziel mehr oder weniger aufgeben müssen. Und das ist Gold. Der Goldpreis im Dollar seit 2009. Nach der Finanzkrise, das wissen Sie, ist es erstmal nach oben geschossen, hat dann ab 2011 stark korrigiert. Damit waren Gold und die Edelmetalle fast die einzigen Anlagen, die in dieser Reinflationierungsphase schwach waren, weil man auch die ganze Zeit gedacht hat, die Zinswende steht ja kurz bevor. Und dann aber, ab Ende 2018, da kam dann die nächste Goldpreis-Rallye interessanterweise, genau zu der Zeit, als die Börsen eingeknickt sind und die Zinsen eingebrochen sind. Und das Wichtige ist eben, auch Gold ist damit eben schon vor der Corona-Krise wieder stark gestiegen. Und dafür hat Gold auch keinen Inflationsschub gebraucht. Die Inflation ist ja in dieser Zeit zurückgegangen. Sondern das Entscheidende war, man hat gesehen, dass die Zinsen wieder fallen. Man hat gesehen, dass die geldpolitische Straffung und die Rückkehr zu einer normalen Notenbankenpolitik wieder gescheitert ist. Das war das Kaufsignal, nicht die Inflation an sich. Sie haben vielleicht mein Video gesehen von Ende Juni. Da habe ich gesagt, passen Sie auf, so eine Korrektur bei Gold wie im Jahr 2011, das kann auch diesmal wieder kommen. In gewisser Weise ist es ja so gekommen, wenn auch nicht so stark, aber die letzten 6 Monate hat sich Gold ja unterdurchschnittlich entwickelt. Diese Korrektur kann auch noch weitergehen, weil ja die Zinsen wieder steigen und weil jeder jetzt auch auf die Impfstoffe hofft. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich persönlich jetzt langsam wieder in das Lager der Goldbullen rutsche, aus den genannten Gründen. Die Korrektur, die wir da jetzt haben, die kann, wie gesagt, die kann noch länger andauern, aber es ist möglicherweise eine sehr gute Einstiegschance für Gold und auch für Goldaktien. Denn die Gefahr, dass die Politik der Notenbanken der Geldwertstabilität nicht mehr gerecht wird in den nächsten Jahren, die ist relativ hoch. Nur wir dürfen uns als Anleger nicht ausruhen auf dem, was wir heute wissen und was wir heute vermuten. Das ist eben auch wichtig. Wenn wir die nächsten Jahre erfolgreich sein wollen und bestehen wollen, dann müssen wir das alles weiter intensiv beobachten. Vor allem die Entwicklungen bei den Zinsen und bei der Inflation. Dafür sind wir aber da. Dafür ist insbesondere auch mein Kanal da. Und ich kann Sie nur einladen, bleiben Sie dran an diesen Themen und unterstützen Sie mich auch, indem Sie meinen Kanal abonnieren. Und wenn Sie das tun, dann auch die Glocke drücken, selbstverständlich. Dadurch sehen Sie dann nämlich auch immer, wenn ein neues Video da ist, das für Sie auch wichtig sein könnte oder interessant sein könnte. Und wie gesagt, außerdem nicht vergessen, dass Sie sich noch anmelden beim Zukunftsmärkte-Report für unsere Analysen, weil morgen geht ja schon die nächste raus. Also jede Menge Stoff für Sie und jede Menge Infos. Und dabei belasse ich es für heute mal. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund und Dankeschön fürs Zuschauen.